Schön, euch alle zu sehen. Ich habe euch zu Beginn mal eine kleine Anekdote mitgebracht. Und zwar aus meinem Studium. Ich studiere in Tarbe und in meinem ersten Jahr im Studium hatte ich Griechisch. Und Griechisch ist nicht so leicht. Und manchmal hat man schon ein bisschen zu knabbern und zu knobeln. Und zum Glück hatte ich aber einen Professor, der wirklich, wirklich Bock auf Griechisch hatte. Und er hatte mindestens einmal die Stunde hat er gesagt, Griechisch macht Spaß. Und er war so motiviert dabei, dass wir tatsächlich auch ein bisschen Bock auf Griechisch hatten. Also wir waren dann auch ein bisschen motiviert und das hat uns wirklich geholfen. Aber wie das so ist bei Sprachen, man kommt nicht dran vorbei, auswendig zu lernen. Man kommt nicht dran vorbei, Vokabeln zu lernen. Und so ist das in Griechisch auch. Und dann gibt es manche Vokabeln, die ein bisschen einfacher zu lernen sind, weil man sie irgendwie schon mal kennt, gehört hat oder weil man sie kennt oder wie auch immer. Und dann gibt es die Vokabeln, da braucht man Eselsbrücken für, weil die sind nicht so leicht. Und dann muss man immer kreativ sein, was man für Eselsbrücken dann benutzt. Und ich saß eines Abends mit zwei von meinen Kumpels zusammen am Tisch und wir haben Vokabeln gelernt, wir haben das immer so der Reihe nach durchgegeben. Und plötzlich kam das Wort Koinonia auf den Tisch, also Gemeinschaft. Wir haben überlegt, wie man sich das merken kann. Koinonia, wie geht das in die Birne? Und plötzlich hat einer von den beiden Jungs angefangen zu summen, Viva Koinonia. Und in dem Moment war unsere Eselsbrücke geboren, ja? Viva Koinonia. Es sind manchmal die dümmsten Eselsbrücken, aber es funktioniert. Viva Koinonia. Es lebe die Gemeinschaft. Und heute soll es um das Thema Gemeinschaft miteinander gehen. Gemeinschaft miteinander. Und Andreas hat schon einiges zum Thema Gemeinschaft gesagt. Und wir stellen fest, oder wir müssen nicht lange darüber nachdenken, wir stellen fest, Gemeinschaft ist gut. Gemeinschaft ist wichtig. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir merken das sofort. Aber warum eigentlich? Warum brauchen wir Gemeinschaft? Wozu? Was ist der Zweck davon? Und wo kommt Gemeinschaft überhaupt her? Ich weiß, das sind tiefe Fragen von so einer Morgen. Aber es sind wichtige Fragen, wenn wir verstehen wollen, wie Gemeinschaft miteinander aussehen kann. Wie wir Gemeinschaften miteinander gestalten können. Und dazu lohnt sich mal ein Blick in die Bibel. Und schon im Schöpfungsbericht wird deutlich, dass Gott von Anfang an ein Gegenüber wichtig war. Er hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er hat den Menschen in sein Ebenbild geschaffen und als solcher hat der Mensch ein tiefes Bedürfnis von Gemeinschaft geschenkt bekommen. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und Gott ist der Gott der Beziehung. Gott ist ein Gott der Beziehung. Wir merken also, Gott ist der Grund von Gemeinschaft. Aber die nächste Frage stellt sich dann gleich im Anschluss. Zu welchem Zweck haben wir dann Gemeinschaft? Also wir wissen, wo es herkommt, aber wir haben noch nicht geklärt, wozu denn eigentlich? Wieso ist das wichtig? Und ich möchte dir gerne mal zwei Gründe nennen, warum Gemeinschaft für Menschen so wichtig und von so großer Bedeutung ist. Das erste Argument ist das soziologische Argument. Was soll das heißen? Aristoteles hat mal gesagt, der Mensch ist ein Zoon Politikon. Das ist wieder griechisch. Und das bedeutet, ein auf soziales und Gemeinschaft angelegtes und Gemeinschaft bildendes Lebewesen. So, das brechen wir auseinander. Aristoteles sagt, der Mensch ist einerseits ein Lebewesen, das Gemeinschaft sucht, das Interaktion sucht, das ein in Kontakt treten mit anderen Menschen sucht. Dabei spielt es aber erstmal keine Rolle, ob wir miteinander streiten, ob wir miteinander reden, ob wir gemeinsam lachen oder ob wir gemeinsam weinen. Das spielt erstmal keine Rolle. Aber der Mensch braucht dieses In-Kontakt-Treten miteinander. Das ist das, was der Mensch braucht. Der Mensch, wir leben von Begegnung. Begegnung ist furchtbar wichtig. Zum anderen heißt es aber auch, dass der Mensch ein gemeinschaftbildendes Wesen ist.
Also ein aktives Suchen und Gemeinschaft schaffen. Und das, was wir heute Morgen hier machen, das ist genau das. Wir bilden eine Gemeinschaft. Wir schaffen uns eine Gemeinschaft. Und das Schöne an dieser Gemeinschaft ist, wir haben alle etwas, was uns miteinander verbindet, was hinter der Gemeinschaft sogar noch steht. Der Mensch, der schafft sich Gemeinschaft. Wir stellen also fest, der Mensch braucht Gemeinschaft. Allein schon aus total pragmatischen Gründen, wie zum Beispiel Fortpflanzung. Das geht nur in Gemeinschaft. Also anders geht es nicht. Eltern brauchen ihre Kinder. Wie sonst sollen denn Kinder lernen und sich entwickeln? Kinder brauchen ihre Eltern und brauchen Gleichaltrige, mit denen sie spielen, Spaß haben können, von denen sie auch lernen können. Und was passiert, wenn wir keine Gemeinschaft miteinander haben? Das haben wir durch Corona gemerkt. Das haben wir gemerkt. Und vielleicht habt ihr das sogar an eurem eigenen Leib erfahren. In der Zeit der Lockdowns ist die Anzahl der psychischen Störungen in die Höhe geschossen. Gerade bei Kindern, bei Jugendlichen und bei älteren Menschen. Ich überlasse das jetzt selber, ob du dich zur Kategorie 3 zählst oder nicht. Aber die Anzahl ist nach oben geschossen. Aber äußerlich waren doch viele gesund. Also äußerlich ging es uns doch eigentlich gut. Aber das in Kontakt treten miteinander, das hat gefehlt. Wenigstens mal streiten oder so. Aber bei vielen ging ja noch nicht mal das. Und sich zu treffen, war ja auch kaum möglich. Das macht was mit einem Menschen. Das macht was mit uns. Wir merken also, aus rein soziologischer Sicht braucht der Mensch schon Gemeinschaft. Aber auch der Glaube setzt Gemeinschaft voraus. Und da sind wir beim zweiten Argument. Es gibt das soziologische Argument und es gibt aber auch das theologische Argument für Gemeinschaft. Nicht das Ich steht im Mittelpunkt. Nicht das Ich mit seinen Bedürfnissen steht am Anfang. Es geht nicht um mich in allererster Linie. Es geht nicht darum, ob ich heute Morgen Gemeinschaft habe oder nicht. Darum geht es in erster Linie nicht. Weil Gott steht am Anfang. Gott ruft in Gemeinschaft. Jesus ruft seine Jünger in Gemeinschaft. Er ruft sie in die Nachfolge. Das heißt, die Jünger, die haben sich wirklich auf den Weg gemacht und sind Jesus nachgefolgt. Und ich möchte euch mal was vorlesen. Das steht im Matthäus Evangelium Kapitel 4, ab Vers 18. Da steht: Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, im Boot sitzen mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Die Jünger gehorchen und gehen mit Jesus. Also durch Gehorsam und durch Nachfolge entsteht ein Zusammenkommen. Durch Gehorsam und durch Nachfolge entsteht ein Zusammenkommen. Das sind vier Verse in der Bibel gewesen und schon folgen vier Menschen Jesus nach. So, was meint ihr, was werden die gemacht haben? Die werden Gemeinschaft miteinander gehabt haben. Die werden Gemeinschaft miteinander gehabt haben, weil sie alle der gleichen Person nachfolgen. Und abends vielleicht mal am Feuer saßen und ihre Hände gewärmt haben. Oder vielleicht, weil sie miteinander gesprochen haben, über ein Gleichnis, was sie mal wieder nicht von Jesus verstanden haben. Die werden Gemeinschaft miteinander gehabt haben.
Versteht ihr? Christ sein bei dir zu Hause alleine auf dem Sofa. Das funktioniert nicht. Ja, die Beziehung zu Gott ist wichtig. Auf jeden Fall. Aber auch die Beziehung zu unserem Nächsten ist genauso wichtig. Beides gehört zusammen. Wir können das eine nicht ohne das andere haben. Die Jünger gehen also mit Jesus mit. Aber wozu sollen sie denn Gemeinschaft haben? Wir haben jetzt geklärt, die Jünger gehen mit. Aber warum machen sie das? Was ist denn der Grund? Was steht dahinter? Was ist denn der Sinn von Gemeinschaft? Und im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 14, da steht Folgendes. Und er, also Jesus, setzte 12 ein, die Jünger, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten. Bevor die Jünger irgendwas gemacht haben, bevor sie irgendwas vorgezeigt haben, sollten sie erstmal bei Jesus sein. Wir sind hier heute Morgen zusammen und es spielt in erster Linie keine Rolle, ob wir Musik machen, wer Technik macht, wer heute Morgen predigt, wer Kindergottesdienst macht, wer Kaffee aufsetzt, das ist alles gut, bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der zuhört, der sich beteiligt. Aber das steht nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht, bei Jesus zu sein. Gemeinsam vor Gott zu treten, ohne irgendwas vorzeigen zu müssen. Einfach bei Jesus zu sein. Die Jünger konnten also bei Jesus sein, ohne ihm erstmal was vorzeigen zu müssen. Und Jesus hat seine Jünger gesammelt und dann hat er gesagt, und jetzt gebe ich euch ein neues Gebot. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 13, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch jetzt untereinander lieb haben. So wie ich jeden einzelnen Jünger von euch lieb habe, so sollt ihr euch jetzt auch untereinander lieb haben. Genauso. Jesus legt also einen neuen Maßstab für Gemeinschaft fest. Er setzt einen neuen Standard. Und der Standard heißt, habt euch gegenseitig lieb und vertragt euch miteinander. Nehmt euch gegenseitig an. So soll es sein, das ist der Standard, nicht anders. Das ist der Standard, den Jesus für Gemeinschaft setzt. Sich zu lieben und sich anzunehmen. Das ist der Standard. Aber wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Wir sind alle ganz unterschiedlich gestrickt. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Wir haben unterschiedliche Vorlieben, wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche Stärken, wir haben unterschiedliche Schwächen und wir haben auch alle ganz unterschiedlich lange Geduldsfäden. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann bringen wir unseren Charakter mit, dann bringen wir unseren Egoismus mit, dann bringen wir all das, was uns als Menschen ausmacht, das bringen wir mit. Dabei sind Uneinigkeiten normal. Uneinigkeiten sind okay, das passiert, das ist so. Wir sind Menschen, wir sind unterschiedlich. Uneinigkeiten sind okay. Aber wir nehmen dann unsere Andersartigkeit als Konflikt wahr. Wir nehmen es als Konflikt wahr und dann streiten wir. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber in diesem Moment versündigen wir uns am anderen. Wisst ihr, Sünde ist primär nicht das, was wir tun oder was wir nicht tun. Im Judentum, also in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, da hat Sünde noch eine viel tiefgehendere Bedeutung gehabt.
In der hebräischen Sprache gibt es das Wort Tzadik. Tzadik bedeutet gerecht. Und als gerecht gilt ein Handeln dann, wenn es gemeinschaftstreu, wenn es loyal oder wenn es heilvoll ist. Dann gilt ein Handeln als gerecht. Also wenn ich das Wohl meines Gegenübers oder wenn ich das Wohl der Gemeinschaft im Auge behalte, dann ist mein Handeln gerecht. Und diese Vorstellung von Gerechtigkeit, die ist an die Beziehung geknüpft. Also wenn ich mich jemandem loyal gegenüber verhalte oder wenn es der Gemeinschaft dienlich ist, dann ist mein Handeln gerecht, dann ist meine Handlung gerecht. Und wir Deutsche, wir ticken da anders. Wir denken ein bisschen anders. Für uns ist Gerechtigkeit, wenn es allen Personen oder wenn jede Person unter dem Gesetz gleich behandelt wird. Gerechtigkeit ist Gleichheit, wenn nicht von Person zu Person anders unterschieden wird. Und manchmal merken wir das, wenn andere Leute aus den unterschiedlichsten Gründen, weil sie Geld haben oder wie auch immer, anders behandelt werden. Dann merken wir, das ist ungerecht. So denken wir Deutsche. Aber im hebräischen Denken ist das noch ein bisschen anders. Das Spannende an dem Wort Tzadik, also gerecht, ist, dass es an die Beziehung zu meinem Gegenüber geknüpft ist. Also, die Gerechtigkeit meinem Feind gegenüber ist eine andere Gerechtigkeit als meinem Freund gegenüber. Weil wir ein anderes Beziehungsverhältnis haben, versteht ihr? Deswegen ist die Gerechtigkeit zu meinem Gegenüber auch eine andere. Also es geht um ein Beziehungsverhältnis zu unterschiedlichen Personen. Und verletze ich die Beziehung zu meinem Freund oder zur Gemeinschaft, dann stehe ich als Ungerechter da. Als Sünder. Ich bin der Beziehung nicht mehr gerecht geworden. Dann habe ich gesündigt. Versteht ihr, wir müssen Sünde als Relationsbegriff verstehen, als Begriff im Hinblick auf Beziehung. Das ist wichtig. Wir sollten nicht sündigen. Wir sollten nicht sündigen, das steht fest. Aber wir tun's. Wir tun's und wir tun's immer wieder. Sünde existiert in Gemeinschaft. Das ist so. Das ist so. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, da wird ein Bild gemalt. Ein Bild gemalt von Licht und Finsternis. Und es wird gesagt, dass wir im Licht wandeln sollen. Warum? Weil Jesus im Licht wandelt. Und Sünde soll im Licht aufgedeckt werden. Warum? Weil Jesus im Licht wandelt. Merkt euch mal dieses Bild, dann kommen wir gleich wieder drauf zurück. Viele von euch haben vielleicht schon mal den Namen Dietrich Bonhoeffer gehört. Dietrich Bonhoeffer ist ein Theologe gewesen im 20. Jahrhundert, der von den Nazis hingerichtet wurde. Und trotzdem gilt er als einer der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts. Und in einem seiner Bücher, das heißt Gemeinsames Leben, da thematisiert Bonhoeffer dieses Verhältnis von Sünde und Gemeinschaft. Ich habe es euch mal mitgebracht, ich habe es mir nicht selber ausgeliehen von Andreas. Ich lese das gerade und es ist also eine Riesenempfehlung an euch. Wenn ihr euch mal mehr mit diesem Thema Gemeinschaft auseinandersetzen wollt, dann lest dieses Buch. Es ist wirklich gut, es lohnt sich. Und Bonhoeffer schreibt in diesem Buch: Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Sie scheut das Licht. Im Dunkeln des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das kann mitten in Gemeinschaft entstehen. Merkt ihr, Bonhoeffer sagt, dass Sünde in Gemeinschaft existiert. Sünde kann in Gemeinschaft entstehen. Das ist so. Das kann passieren. Warum? Weil wir Menschen sind. Das ist ein Grund. Das ist aber keine Entschuldigung. Er schreibt ganz klar,
Sünde vergiftet. Sünde isoliert, Sünde zieht nach unten, Sünde will nicht als Licht. Sünde macht Gemeinschaft kaputt, Sünde zerstört Beziehung. Und deswegen sagt Bonhoeffer, die Bibel übrigens auch, aber wir sind jetzt gerade thematisch bei Bonhoeffer, deswegen passt das. Die Sünde muss ans Licht. Das Unausgesprochene wird offen, gesagt und bekannt. Sünde darf nicht zugedeckt bleiben. Sonst macht sie Gemeinschaft kaputt, sonst macht sie den Menschen kaputt. Sünde muss ans Licht, da wo wir wandeln sollen. Und wie kann das geschehen? Durch Beichte. In der Beichte geschieht Durchbruch zur Gemeinschaft. Aber was ist denn Beichte? Wenn ich an Beichte denke, dann muss ich an diesen Beichtstuhl denken. An diesen Beichtstuhl. Und der steht häufig in so alten Kirchen, da geht man dann rein und dann spricht man durch so ein kleines Fenster mit dem Priester auf der anderen Seite und bekennt ihm seine Sünden. Mein Bild von Beichte ist dieser alte Beichtstuhl, der in so alten Kirchen steht, also ein total altes und auch irgendwie katholisches Bild. Das ist mein Bild von Beichte. Aber gerade da sollen wir hingehen. Da sollen wir hingehen. Aber wir müssen nicht erst in diesen Schrank rein. Aber wir haben einander. Wenn wir Jesus gemeinsam nachfolgen, dann werden wir uns gegenseitig zu Brüdern und Schwestern. Und Bonhoeffer sagt, die Beichte für den Bruder ist die tiefste Demütigung. Sie tut weh, sie macht gering, sie schlägt den Hochmut furchtbar nieder. Vor dem Bruder als Sünder dazustehen, ist kaum zu ertragende Schmach. Autsch. Das ist unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Sich so zu erniedrigen von jemand anderem. Natürlich macht man das ungern. Aber es ist wichtig. Versteht ihr, das ist unfassbar wichtig. Ich habe selber vor ein paar Monaten angefangen, von meinem besten Freund Rechenschaft abzulegen. Für die verschiedensten Dinge. Und es tut mir so schwer, ihm dabei in die Augen zu gucken. Vor ihm zu stehen, in die Augen zu gucken und zu beichten. Aber wisst ihr was? In dem Moment, wo ich vor ihm stehe, da spüre ich wirklich Reue. In dem Moment, wo ich vor ihm stehe, mir in die Augen gucken muss, in diesem Moment hasse ich die Sünde so abgrundtief. So abgrundtief, ich hasse es. Aber wisst ihr, ich kann das machen, weil ich weiß, dass er nicht besser ist. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich habe zu ihm gesagt, du sollst mal Handeln kritisieren und zur Not halt mir auch eine Standpauke. Aber ich kann das machen, weil wir auf gleicher Ebene sind. Weil er genauso ein Sünder ist wie ich. Und Andreas hat es immer wieder gesagt, wir brauchen dabei viel Jesus. Ohne Jesus geht es nicht. Wir brauchen viel Jesus. Wir brauchen Jesus, damit wir uns nicht gegenseitig übereinander erheben, sondern uns in Demut begegnen. Das ist wichtig. Und genauso soll es in Gemeinschaft sein. Wisst ihr, wir finden das Kreuz nicht, wenn wir nicht bereit sind, unser eigenes Kreuz auf uns zu nehmen. Und wir sterben 1000 Tode, wenn wir jemand anderen beichten. Es ist unangenehm, es ist sau unangenehm. Aber es ist wichtig, es ist unglaublich wichtig. Denn wenn wir uns weigern, voreinander Beichte abzulegen, dann sind wir nicht bereit, unser eigenes Kreuz auf uns zu nehmen. Niemand hat gesagt, dass das Kreuz auf sich nehmen einfach ist. Es ist unangenehm. Und es ist manchmal ziemlich schwierig. Wir brauchen Beichte. Wir brauchen aber auch Vergebung.
Und die Bibel spricht davon. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, da steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn Sünde bekannt wurde, dann wird das Beziehungsverhältnis zu Gott wiederhergestellt. Dann reinigt er uns. Stell dir mal vor, ab jetzt duschst du eine Woche nicht mehr. Das ist kein schönes Bild. Und es ist auch kein schöner Geruch. Man sammelt Dreck, man sammelt Gestank, es ist nicht schön. Du duschst eine Woche lang nicht. Und nach dieser Woche stellst du dich in deine Dusche, machst den Duschhahn an und perfekt temperiertes Wasser kommt auf deinen Kopf, auf deine Schultern, runter zu deinen Füßen. Oh, dieses Gefühl, endlich wieder sauber zu sein, das ist Vergebung. Das ist Vergebung. Wir werden gereinigt, wir werden sauber gemacht. Am Ende ist kein Krümelchen, kein Molekül Dreck mehr an uns dran. Wir sind wieder sauber. Das ist Vergebung. Genau das passiert, wenn wir unsere Sünden bekennen. Dann ist Gott gerecht und er reinigt uns. Aber diese Gerechtigkeit zu Gott ist auch abhängig von der Gerechtigkeit unserem Nächsten gegenüber. Und in Matthäus Evangelium Kapitel 5, da waren wir heute schon mal, Vers 23, da steht folgendes: Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Versteht ihr? Wenn wir nicht bereit sind, unsere Gerechtigkeit, unsere Beziehung untereinander zu pflegen, wie können wir dann erwarten, dass wir gerecht vor Gott dastehen? Die Gerechtigkeit zu Gott ist abhängig von der Gerechtigkeit unserem Nächsten gegenüber. Wir brauchen Vergebung. Und wir brauchen Liebe. Gott gegenüber, unserem Nächsten gegenüber. Und im 1. Johannesbrief Kapitel 4, wir sind heute viel im 1. Johannesbrief unterwegs, aber da steht viel dazu. Im Kapitel 4 werden wir dazu aufgefordert. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott sondern dass er uns geliebt hat, da sei und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Versteht ihr? Gott ist Liebe. Und er will, dass wir leben. Aber die Sünde, die zieht uns nach unten. Die macht Gemeinschaft kaputt, die macht uns kaputt. Sünde zerstört Beziehung. Sünde will das Gegenteil von Leben. Und Jesus ist in die Welt gekommen, damit er uns gerade dieses Leben geben kann. Und er hat uns eine Möglichkeit gegeben, von dieser Sünde frei zu werden. Und wenn wir das annehmen, dann werden wir frei von dieser Sünde. Und wir werden frei von der Konsequenz. Weil Jesus hat die Konsequenz für uns getragen. Und die Konsequenz von Sünde ist Tod. Jesus ist dem Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen. Und im Abendmahl denken wir immer wieder daran. Wir denken daran, wie sehr Jesus bereit war,
für uns zu sterben. Dass er seinen Leib hingegeben hat, damit wir wieder gerecht vor Gott dastehen können. Und dass er sein Blut vergossen hat, damit unsere Schuld vergeben wird. Er hat den Preis bezahlt, den wir hätten bezahlen müssen. Er ist an dieses Kreuz gegangen. Das Kreuz ist ein Symbol des Todes eigentlich. Jesus ist gefoltert worden, er ist geschlagen worden, er ist hingerichtet worden. Das Kreuz ist die furchtbarste Art und Weise gewesen, jemanden hinzurichten, weil man so unendlich sehr gelitten hat, bevor man daran gestorben ist. Aber das war es Gott wert. Gott hat das ertragen, weil ihn Liebe daran gehalten hat. Ihr Lieben, Gott hat uns so sehr geliebt, so sollen wir auch untereinander lieben. Und zu lieben heißt auch, sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen. Und jetzt liegt es an uns, ob wir das tun wollen oder ob wir das nicht tun wollen. Aber nur wenn wir das tun wollen, wirklich tun wollen, dann erleben wir echte Gemeinschaft. Dann erleben wir echte Gemeinschaft. Und heute wollen wir gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. Und jeder von euch ist herzlichst dazu eingeladen. Ich möchte dich aber für eine Entscheidung stellen. Wenn du merkst, dass was zwischen dir und deinem Bruder steht, dann geh zuerst zu ihm und versöhn dich mit ihm. Beichte und bitte um Vergebung und lass das Abend heute vielleicht aus. Oder du feierst heute mit Abendmahl. Aber dann geh auch direkt danach zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester und versöhn dich und feier mit. Die Entscheidung liegt bei dir. Aber eingeladen ist jeder Einzelne.